Wir wollen das kurz testen. Ihr nehmt eure Einwände. Ich gebe euch zwei, drei Beispiele, wie das anschließend weitergehen kann. Schnappt euch das Mikrofon. Derjenige, der seine Einwände kurz präsentieren möchte, anhand derer ich ein paar Beispiele bringe, wie das denn weitergehen kann. Mikrofon, los geht's. Beispiele durch Trainer. Bitte. Hallo. Sie sind jetzt schon der Tausendste, der mich jetzt in diesem Monat anruft. Ich bin einfach jetzt nur noch genervt. Also tut mir leid. Und das bringt Sie zur Weißglut. Wetten? Ja, richtig. Ja. Dann ist Ihnen also wichtig, dass ich derjenige bin, die Ausnahme, der aus der Weißglut eine große Freude zaubern kann. Stimmt's? Wenn das möglich wäre, aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil Sie sind auch nur einer von Tausenden. Und das macht Sie skeptisch, dass ich sowas sage, stimmt's? Ja, na klar macht mich das skeptisch. Dann ist es Ihnen also wichtig, dass der Skepsis Beweise folgen. Richtig. Und ich das wirklich nicht nur behaupte, sondern auch schaffe. Ja. Und weiß, worüber ich rede, nicht wahr? Richtig. Und das macht Sie glücklich, stimmt's? Na, das lässt Sie zumindest hoffen. Glücklich jetzt noch nicht, wir kennen uns ja noch nicht. Ja, aber das lässt Sie zumindest ein wenig besser fühlen, stimmt's? Da haben Sie recht. Ja. Dann ist es Ihnen also wichtig, dass ich im Termin die Fähigkeit besitze, aus dem kleinen bisschen Glück, was Sie vielleicht jetzt schon fühlen, ein ganz großes zu machen. Oder liege ich damit vollkommen falsch? Das wäre fantastisch. Und das macht Sie sicher, dass sich ein Termin lohnen wird, stimmt's? Ja, ich bin mir noch nicht so ganz so sicher. Also. Und das irritiert Sie möglicherweise noch, ja? Ja. Dann ist es Ihnen wichtig, dass ich dafür sorge, dass die Irritation im Termin restlos verschwindet. Und an Ihre Stelle Sicherheit tritt, nicht wahr? Genau, ja. Und Sie das haben. Fühlt sich zufriedenstellend an, stimmt's? Jawohl, Sie haben recht. Danke. Dann ist es Ihnen wichtig, dass die Zufriedenheit auch nach dem Kauf des Produktes, kann ja sein, dass Sie sofort begeistert mir um den Hals fallen und sagen, ich möchte es haben, dass die Zufriedenheit lange währt. Genau, richtig. Und ja. Das macht Sie glücklich, stimmt's? Prima. Möchten Sie ja. Glücklicher werden durch ein gutes Produkt, wenn es wirklich hält, was es verspricht? Möchten Sie das? Ja, na klar, selbstverständlich. Wir prima. Das nicht. Ja. Gut, du hast gesehen. Ja? Man hat gar keine Chance irgendwie da. Eigentlich nicht. Ja? So, jetzt stell dir vor, das war jetzt nur die eine Technik, du kombinierst das so ein bisschen, ja? Du kannst am Samstagabend aus 18 verschiedenen Modellen wählen. Hast du einen Verkäufer gesehen, der 18 Wahlmöglichkeiten hat, diese potentiert, ja, potentialisiert, so, 18 mal 18 mal 18 mal 18. Wer kann das schnell mal ausrechnen, wie viele Wahlmöglichkeiten es gibt? Was ist 18 hoch 18? Hat jemand einen Taschenrechner dabei? Ein paar hundert Millionen Möglichkeiten vielleicht. Oder eine Million reicht ja auch schon. Hast du schon mal einen Verkäufer gesehen, der weiß, dass er aus so vielen Möglichkeiten schöpfen kann, der dann noch Angst hat vor Einwänden? Der liebt es doch, wenn der Kunde was äußert. Das ist doch regelrechte Verköstigung. Das sind alles Leckerlis, ja. Früher waren das eher so Störfaktoren, jetzt sind es Steigbügel. Noch ein Einwand, nehmen wir, bitte. Mikrofon, das andere Mikrofon hat sich wo versteckt? Da haben wir ihn. Wo ist das Mikrofon? Da ist das Mikrofon. Bitteschön. Oh, was ist denn daran jetzt so teuer? Na gut, bring mal einen Einwand. Warum ist das so teuer? Genau. Eben noch habe ich gehört, hey, der Kunde sagt, hey, und was ist daran jetzt teuer? Ja, ihr auch? Hätte ich gesagt, hey, prima Einwand. Nichts, deshalb unterschreiben Sie ja auch gleich. Ja. Also, warum ist das Produkt so teuer? Sie stellen sich die Frage, weil Sie nicht nochmal enttäuscht werden wollen, ja? Ja, nee, weil ich eine Küche brauche. Ja, Effekt Nummer 2. Egal, was er zurückwirft. Er wirft irgendetwas Verwertbares zurück. Und in der Regel etwas, was mich bei Annahme, bei korrekter Annahme, gleich in Richtung Abschluss katapultiert. Nochmal, dein Einwand. Warum ist das nur so teuer? Sie fragen deshalb, weil Sie nicht nochmal enttäuscht werden möchten bei einem Kauf, nicht wahr? Ja, jetzt wurde ich beim Kauf noch nicht enttäuscht. Die gleiche Antwort nochmal. Die gleiche Antwort? Weil ich eine neue Küche brauche. Zum Glück. Zum Glück. Und zu wissen, dass Sie eine neue Küche brauchen,
Das macht sie ein bisschen traurig, oder? Wenn ich den Preis sehe, schon. Und das irritiert sie. Der Preis irritiert sie. Unwahrscheinlich. Das heißt, es ist Ihnen wichtig, dass wir aus der Irritation eine klare Begründung formulieren, dass Sie erkennen, dass der Preis im Verhältnis zu dem, was die Küche kann und im Verhältnis zu dem, was andere Küchen kosten, winzig klein erscheint, nicht wahr? In dem Verhältnis eventuell schon. Und das, erlauben Sie mir die Frage, das macht Sie glücklich, wenn es so wäre. Ja, schon. Gut, einigen wir uns darauf. Mein Job ist es, Sie glücklich zu machen und Sie achten darauf, dass ich nicht vom Weg abweiche. Einverstanden? Okay. Prima. Dann schauen wir uns mal an, warum der Preis so hoch ist für diese Küche und warum diese Küche trotzdem noch viel günstiger ist als andere. Einverstanden? Ja. Wunderbar. Ja. Weiterer Einwand. Bitte. Schön, wie ihr euch gleich bewaffnet. Mit dem Mikrofon. Bitte. Ich höre mir gerne Verkaufsgespräche an, kaufe aber grundsätzlich nichts. Und das macht Sie verrückt, nicht wahr? Unglaublich verrückt. Sieben Milliarden Möglichkeiten? Okay, also du verfügst ab Samstagabend über 7 Milliarden verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Und das irritiert dich, nicht wahr? Unglaublich. Also, und es macht sie verrückt, nicht wahr? Es macht mich unglaublich verrückt. Ständig Verkaufsgespräche und nie was kaufen. Ja. Und das, ja, enttäuscht sie auch, stimmt's? Ja. Dann ist ihnen wichtig, dass ich vielleicht der Erste bin, der nicht nur ein Gespräch mit ihnen führt, sondern der ihnen etwas zeigt, damit sie endlich kaufen können, weil sie wissen, jetzt haben wir das richtige Angebot. Nicht wahr? Ich würde emotionale Lust empfinden. Und das befriedigt Sie, nicht wahr? Ungemein. Sehen Sie, es ist nicht schön, wenn zwei Typen, die Sie von Anfang an schon im Telefon sympathisch sind, auch noch persönlich zueinander kommen. Möchten Sie meine Telefonnummer? Und das macht Sie neugierig, nicht wahr? Ja, also schaut bitte nicht immer auf die Logik. Mir ist nur eins wichtig, dass ihr wisst, ich kann sagen, was ich will, und provoziere irgendeine Rückmeldung. Und die ist emotional. Ja? Es geht nicht um technische Fakten. Ja, und wenn es nur... Machen wir ein Beispiel. Ja, gut, okay, bring einen Einwand, bitte. Das ist mir alles viel zu teuer bei Ihnen. Und das macht Sie rasend vor Wut. Nein. Dann ist es unter Umständen für Sie wichtig, dass ich Ihnen das beste Produkt für den besten Preis verkaufe. Ja, aber das sagen ja alle. Und das macht Sie wütend, wetten? Ja, das schon, ja. Wusste ich doch, irgendetwas steckt dahinter, dass Sie sagen, das ist alles viel zu teuer. Ja. Nicht der Preis macht Sie wütend, da haben Sie recht. Preise können ja gar nichts ausrichten, die stehen ja nur als Zahl da. Nein, wenn es ein Verkäufer schafft, Ihnen den aus der Brieftasche zu locken, zu ziehen und Sie bekommen nicht die Leistung, die man Ihnen versprochen hat oder die Sie sich erwartet haben, stimmt's? Das macht Sie wütend. Genau. Das Verhalten des Verkäufers, nicht das Preisschild. Das Preisschild weiß ja noch nicht einmal, dass es existiert, stimmt's? Sehen Sie, dann ist es Ihnen also wichtig, dass, obwohl der Preis am Anfang etwas größer erscheint, dass ich in der Lage bin, Ihre Wut zu lindern und anstelle der Enttäuschung größtmögliche Zufriedenheit zu installieren. Korrekt. Und das macht Sie ein bisschen glücklich. Ja, wenn ich so sehe. Stimmt. Es fühlt sich auf jeden Fall gut an, oder? Mhm. Sehen Sie? Und wenn der Bauch schon sagt, das fühlt sich gut an, was wird wohl Ihr Kopf später sagen? Ja, wenn mein Kopf zu rechnen beginnt und dann wieder das alles in den Taschenrechner reingibt, dann kann es schon sein, dass ich mir das nochmal gut überlegen muss. Und das irritiert Sie? Ja, klar. Glauben Sie, dass ich das schaffe bei Ihnen? Bin ich mir nicht sicher. Wenn ich mit dem Preis nochmal so, was Sie zuerst erwähnt haben. Dann ist es Ihnen wichtig, dass ich das schaffe, nicht wahr? Ja.
Aber das macht sie glücklich. Gesetz den Fall, dann ja. Ja, ist sogar ein Kaufbereitschaftstest, habe ich eben festgestellt. Mhm. Ich weiß ja nicht, was er antwortet. Ich weiß nur, es hat alles mit Gefühl zu tun. Es ist alles eine irrationale, gequirlte, verbale Suppe, in der du die einzelnen Brocken herausziehen musst, die dich ans Ziel bringen. Ja? Konkreter kann es und muss es auch gar nicht werden. Ja. Noch einen Einwand, bevor ich zwei, drei Dinge bringe. Darf ich? Also Einwände, bitteschön. Darf ich? Herr Bayreuther, Ihre Absicherung brauche ich nicht. Mir passiert doch nichts. Und das macht Sie sicher, nicht wahr? Ich fühle mich so, ja. Und das macht Sie stabil? Ja. Ich überlege mir gerade, was ich darauf antworte. Ich bin auch sehr gespannt. Und das irritiert Sie, nicht wahr? Ich bin gespannt. Das macht Sie neugierig. Ja, das auf jeden Fall. Entschuldigung, neugierig. Das heißt, wenn ich Ihnen was zeige, was Ihre Neugierde bestätigt, positiv, und Ihre Neugierde sogar noch steigen lässt und am Ende Ihrer Neugierde sogar noch den Beweis liefert, dass es sich gelohnt hat, neugierig zu sein. Und ich darf ich noch ein bisschen mehr übertreiben? Aber bitteschön. Und am Ende Sie sogar feststellen, aus Neugierde wurde Profit und Ersparnis. Das macht Sie zufrieden, nicht wahr? Wie wollen Sie das denn schaffen? Sehen Sie, habe ich mir schon gedacht, dass Sie die Frage stellen. Weil Sie das nämlich für einen Moment irritiert, stimmt's? Ja. Habe ich mir gedacht. Wissen Sie auch warum? Es gibt zu viele Verkäufer, die viel versprechen und wenig halten. Das stimmt wohl. Und das macht Sie manchmal wütend, nicht wahr? Total. Möchten Sie mal einen Verkäufer leben, der das so macht, wie Sie das möchten? Unbedingt. Das macht Sie glücklich, nicht wahr? Jetzt schon. Super. Wie war dein vorhergehender Einwand eigentlich? Was war der Ausgangseinwand? Dass mir nichts passiert und nicht eine BU und eine Berufsunfähigkeit. Okay, habe ich ganz vergessen. Siehst du, habe ich noch zum Ziel gekommen. Irgendwie, ja? Hervorragend. Ja, gut. Also so oder so ähnlich. Das sind natürlich alles gestellte Dialoge. Im wahren Leben kommen ganz andere Brüller. Und du fühlst als Verkäufer, wow, da fliegen ja die Brocken durch die Gegend. Ich habe ständig Angriffsfläche, ich habe ständig was zu tun, ich kann ständig kreativ sein. Ich werde nie mir irgendwas aus den Fingern saugen müssen und dann schauen, ist es gut oder schlecht. Nein, ich verarbeite ausschließlich die mir aus Kundenrichtung entgegenfliegenden Worthähnchen. Fliegen Hähnchen durch die Luft. Oder Täubchen. Gebratene Täubchen. Gebratene Verbalchen. Bitte noch hinten, schnell. Herr Bayreuther, wenn es hier um die betriebliche Altersvorsorge geht, okay. Da haben wir schon einen Spezialisten des Themas bei uns schon abgehakt. Das haben wir schon mehrmals durchexerziert. Da haben wir einfach keinen Bedarf. Also wollen wir nicht. Sie sagen mehrfach durchexerziert, ja? Ja. Mehrfach durchexerziert. Achso, exerziert, okay. Haben Sie gesagt, ja? Ja. Also das nervt Sie. Ja, das hat Sie genervt, ja? Da waren x Leute schon da. Thema ja. Ist durch. Ja. Das hat Sie auch aufgeregt wegen der vielen Fehlversuche, stimmt's? Ja. Das kotzt Sie an, ganz ehrlich. Ja. Kann ich voll verstehen, dass Sie jetzt nicht begeistert sind. Welchen Grund hätten Sie jetzt begeistert zu sein, nur weil ich anrufe? Ganz ehrlich. Es gibt keinen Grund für mich. Also eben. Und weil ich trotzdem versuche, einen Termin bei Ihnen zu bekommen, das regt Sie zusätzlich auf. Wetten? Ja, na klar. Dann ist es Ihnen wichtig, wenn wir schon jetzt so lange telefonieren, dass ich Ihnen während unseres Gespräches in Ihrem Büro zeige, dass sich die Aufregung gelohnt hat. Nicht wahr? Ja, aber dafür habe ich wirklich keine Zeit. Also und das will ich nicht nochmal. Schauen Sie. Und das enttäuscht Sie. Sie verstehen mich ja. Sie sagen es ja selber. Da waren schon so viele Leute waren da. Ja. Und gerade weil Sie das ankotzt, wie Sie mir eben gesagt haben, wäre es nicht da an der Zeit, dass Sie mal einem begegnen, der nicht nur weiß, wie viel falsch gemacht wird, sondern auch die Lösung dazu kennt, wie er sie glücklich macht mit einer betrieblichen Altersvorsorge und eine Durchsetzungsquote von bis zu 85% erzielt. Wäre es da nicht an der Zeit? Derjenige, der wollen Sie sein? Ich spüre, dass Sie das irritiert. Ja, das irritiert mich, ja. Ja, heißt nichts anderes, dass es Ihnen wichtig ist, dass die Irritation verschwinden soll und endlich die Lösung auf den Tisch kommen möge, nicht wahr? Aufhören zu schwätzen und jetzt Beweise prüfen, stimmt's?
Richtig, genau. Und das macht sie ein bisschen glücklich. Darf ich das sagen? Wenn Sie es so sagen, ja. Ja, gut, prima. Und dass Sie lachen, zeigt mir, dass Sie noch an das Glück glauben. Oder liege ich völlig daneben? Nein, Sie haben recht. Sehen Sie? Ja. Wie töricht war es dann, dass wir gemeinsam einen Termin vereinbart haben? War das komplett töricht? Na, das sehen wir nach unserem Termin. Dann. Prima, danke. Deshalb meine Frage, an welchen der beiden Tagen möchten Sie, dass ich Sie glücklicher zurücklasse, als Sie jetzt sind? Dienstag oder Mittwoch? Nehmen wir den Mittwoch. Nehmen wir den Mittwoch. Und das macht Sie glücklich. Na, also, das sehen wir danach. Ja, also egal. Du weißt, ja? Gut, also. So, jetzt bringe ich euch Einwände. Ihr lasst euch irgendeine Emotion einfallen. Das macht sie wütend. Das stört sie. Das bringt ihr Herz zum Schlagen. Das macht ihnen Gänsehaut. Das fühlt sich gut an. Das fühlt sich gut an. Das macht sie wütend. Das irritiert sie. Das verletzt sie. Das demütigt sie. Das nervt sie. Das regt sie auf. Das erfreut sie. Das befriedigt sie. Das bestätigt sie. Das beflügelt sie. Dann sage ich irgendwas, ja oder nein, oder ich gebe eine eigene Meinung ab, alles Mögliche kann passieren. Und du wirst mit der Wunschtechnik das, was ich sage, auffangen, einbetten, den Wunsch dahinter in die Gegenfrage und schauen, was passiert. Los geht's, Mikrofon steckt wo? Wir liegen gut in der Zeit. Mikrofon? Gebt mal so ein bisschen Power da in den Fensterbereich. Da, die beiden Mikrofone. Wer hat das andere Mikrofon? Da, genau, so ein bisschen da, wo das Licht scheint. Weil das Mikrofon hat sich irgendwie hier im rechten Flügel von mir aus gesehen festgefressen. Es macht Spaß, so im Dialog. Dann gebe ich das Mikrofon einfach nicht weiter und ich bin immer wieder dran. Ja, und so. Dann kann ich meine Liste abarbeiten. Bitte, los geht's. Ich gebe dir einen Einwand und du repetierst, ja? Ja. Das glaube ich nicht. Also, beim besten Willen, das glaube ich Ihnen nicht. Und das irritiert Sie? Allerdings. Und zwar mehr, als Sie glauben. Sie glauben ja nicht, wie viele Leute hier vorbeikommen und irgendwas behaupten und dann muss man sich dann irgendwelchen Mist anhören und hat am Ende das Gefühl, das hat wieder alles nichts gebracht. Und das macht Sie auch wütend, dass es immer wieder so vorkommt. Was ich an Ihnen schon mal gut finde, dass Sie meine Empfindungen sehr gut widerspiegeln. Ja. Dass sie das erfassen, überhaupt begreifen. Ja. Wissen Sie, wie viele Verkäufer es gibt, die da einfach selbstverliebt darüber hinweggehen? Das kann ich gut verstehen. Und weil Sie so wütend sind, möchten Sie natürlich nicht nochmal so ein Erlebnis erfahren wollen. Gleich eine Wunschfrage packen? Und weil Sie so wütend sind, ist es Ihnen wichtig? Deshalb ist es Ihnen auch wichtig, dass Sie in Zukunft oder mit mir den Termin auch nur wahrnehmen wollen, wenn Sie dementsprechend auch die Möglichkeiten aufgezeigt bekommen können. Wenn Sie vorher sicher sein können, dass der Termin auch wirklich das bringt, was ich verspreche, stimmt's? So soll es sein. Und das? Macht sie dann nicht mehr wütend und glücklich. Das macht sie das zufrieden. Macht, zum Beispiel. Ja, das hört sich auf jeden Fall schon mal vernünftiger an, als das, was Ihre Vorgänger alles so absondert. Gut. Da sind Sie schon richtig. Ja? Ja? Okay. Emotion? Gut. Da hinten? Du kannst es weitergeben. Wir geben dann in der Zwischenzeit da hinten ein Mikrofon. Da hinten wäre das Mikrofon da hinten. Das zweite? Los geht's. Du sitzt auch im Fenster, richtig. Los geht's, dein Einwand. Ich gebe dir einen Einwand. Und zwar, und was haben Sie davon? Wie viel verdienen Sie an diesem Auftrag? Diese Frage regt Sie jetzt ziemlich auf, nicht wahr? Nochmal, also eine andere, bitte. Und was haben Sie, wie viel verdienen Sie jetzt an diesem Auftrag? Und das möchten Sie jetzt gern wissen, nicht wahr? Wer will helfen? Schnell. Mikrofon. Ich würde einfach sagen, und das lässt Sie Ihr Herz höher schlagen. Ja, genau. Je mehr Sie an meinem Auftrag verdienen, desto glücklicher bin ich. Ja. Ah, Achtung.
Was hat er gemacht? Er hat ein Muster gebrochen. Meine Antwort war, klar, je mehr Sie an dem Auftrag verdienen, ja, je mehr Sie an meinem Auftrag verdienen, an mir verdienen, desto glücklicher bin ich. Ja, hallo? Wie reagierst du darauf? Dann ist es Ihnen... Dann ist es Ihnen also wichtig, dass Sie mehr verdienen an dem Auftrag als ich? Wie viel mehr? Ja, wie viel mehr? Sehr viel mehr. Stimmt's? Stimmt. Ich kann doch auch eine Reaktion provozieren, die wie hier an diesem Beispiel, ihr könnt euch noch erinnern, was im schlimmsten Fall könnte denn geschehen, wenn Sie durch mich sehr viel Geld verlieren, ja? Könnte ich genauso sagen, und was verdienen Sie an meinem Auftrag? Da, das macht Sie glücklich, zu wissen, dass ich sehr viel daran verdiene, nicht wahr? Nee, nicht so. Und er darauf antwortet, dann ist es Ihnen also wichtig, dass ich nur dann sehr viel daran verdiene, wenn Sie mindestens das Hundertfache einstreichen, nicht wahr? Kann ich dann glücklich sein, wenn er viel verdient? Ja, natürlich. Dann ist es Ihnen also wichtig, dass ich ein bisschen mehr daran verdiene als andere Autoverkäufer, Sie aber dafür doppelten Fahrspaß haben als in den anderen Autos, nicht wahr? Dann ist es doch in Ordnung, nach dem Prinzip der Gerechtigkeit darf ich gerne mehr haben, wenn der Kunde ebenso stark und stärker davon profitiert. Dann ist er doch gerne bereit, ja, zu akzeptieren, dass du ein bisschen mehr verdienst. Bitte. Mein Chef wird sich für Ihr Angebot ganz sicher nicht interessieren. Mein Chef sagt bestimmt, das brauchen wir nicht. Man kommt ja oft so in Situationen, wo man dann mit Mitarbeitern spricht, mit Entscheidern in der untersten Ebene, die Entscheidungen vorbereiten und auch nochmal jemanden fragen müssen, der das absegnet. Was passiert eigentlich mit Menschen, die ständig Vorschläge machen und der Chef sagt, der Mist. Ja, die sind, er hat es gesagt, traurig. Oh, das kriege ich bei meinem Chef so nicht durch. Bitte. Und das macht Sie jetzt traurig, dass Sie das nicht selber entscheiden können. Wir wollen es nicht weiter bewerten. Ja, wir sagen einfach nur Tropf. Das macht Sie traurig, nicht wahr? Und das macht Sie traurig, nicht wahr? Ja, manchmal schon. Da hat man, ja, es ist lustig, dass Sie das jetzt sagen, aber wir sind, wissen ja, wie es ist, ja, kommen viele gute Ideen und die werden dann von oben einfach dong. Und das macht Sie traurig, ist nämlich auch ein bisschen verbrüdern. Weil viele gute Vorschläge, die von unten nach oben wollen, werden einfach. Aber die Arbeit hat nicht der Chef, sondern der, mit dem du gerade telefonierst. Ja? Wir lassen alles über einen Bekannten laufen. Nochmal gleich. Da. Und das. Und das macht Sie dann zufriedener, nicht wahr? Ja, allerdings, da wissen wir wenigstens, woran wir sind. Das kann ich gut verstehen. Dann legen Sie also Wert darauf, dass Sie immer ein gutes Angebot bekommen. Und dass Sie? Dass Sie tatsächlich ein maßgeschneidertes Treffen des Ja, dann sind wir wenigstens, ich habe das, von Zufriedenheit war die Rede. Stimmt's? Dann legen Sie Wert darauf, dass Sie ein Angebot bekommen, mit dem Sie mindestens 100% zufrieden sind. Ja, richtig. Dann legen Sie also Wert darauf, dass mein Angebot Sie nicht nur zufrieden macht, wie Sie es bisher von Ihrem Bekannten gewohnt sind, sondern noch ein Quäntchen obendrauf. Und das macht Sie jetzt glücklich, nicht wahr? Es hört sich auf jeden Fall erstmal gut an. Ja, es löst auf jeden Fall sofort was aus, wenn du fremden Menschen diese Fragen stellst. Mhm. Ja? Ne? Oder, und das weckt Ihre Begierde, stimmt's? Ja? Oder das lässt Sie aufhorchen, nicht wahr? Ja? Oder das flößt Ihnen Angst und Schrecken ein, nicht wahr? Ja? Hm? Immer schön draufdrücken. Schauen, was da so kommt. Wenn einer sagt, eine Finanzierung.
Oh, hören Sie mir auf, ich möchte mich nicht verschulden. Ja, kann ich verstehen. Es macht Ihnen Angst, nicht wahr? Stimmt. Da haben Sie aber den Nagel auf den Kopf getroffen. Dann ist Ihnen also wichtig, dass die Angst aus begründeten Tatsachen weicht und sich statt der Angst ganz viel Sicherheit breit macht, nicht wahr? Wie wollen Sie das denn machen? Heißt nichts anderes wie, ja, grundsätzlich schon. Ich glaube es zwar noch nicht, aber ich bin mal gespannt. Ich glaube an eine Ausnahme. Zeigen Sie mir bitte, wie das geht. Das ist die Übersetzung. Ja. Bitte jetzt nicht diese Emotionaltechnik überstrapazieren. Sie ist ein Teil. Ein Teil. Den darfst du betrachten wie das Salz in der Suppe. Das feuerst du ganz dosiert ab. Mal da, mal gar nicht. Und mal dort und ganz besonders emotional. Es ist eine Technik, da brauchst du keine wissenschaftliche Prüfung abzulegen. Die hast du verstanden. Die hast du abgespeichert und kannst willkürlich über sie verfügen, ohne dass es weiteres Trainings bedarf. Einverstanden? Sven, noch schnell eine Frage. Anmerkung zu der Technik, die funktioniert unheimlich gut, wenn einer einen anmotzt. Also wenn die Frau einen irgendwie anmotzt oder so. Und dann nimmt man die Technik, das funktioniert dann. Machen wir ein Beispiel, damit wir alle davon kosten und uns amüsieren dürfen. Ey, du Arsch. Wer motzt? Wer hat wann gemotzt? Bring mal ein Beispiel. Nein, wenn irgendeiner einen wirklich anmotzt und man guckt den dann an und sagt, und das macht dich jetzt glücklich? Und dann ist wirklich, man nimmt ihm komplett den Ruder raus. Ja, das ist grundsätzlich eine Musterunterbrechung, weil die Frage wird ja weitestgehend nicht erwartet. Und wenn du sie gut beherrschst, wirkt sie doppelt so entwaffnend. Ein Kunde sagt zum Beispiel, das ist mir nicht alles sicher genug. Und du antwortest, und das macht sie neugierig, nicht wahr? Hä? Neugierig? Dann ist es ihnen also wichtig, herauszufinden, wie wir es schaffen, das richtig sicher zu machen, stimmt's? Hä? Das ist das Gleiche. Aber wissen Sie was? Haben Sie was an den Ohren? Ich habe gesagt, dass ich keinen Termin möchte. Und das bringt Sie so richtig in Rage, stimmt's? Ja! Na sicher! Und wenn ich jetzt nicht gleich auflege, dann werden Sie noch wütender, stimmt's? Sagen Sie mal, wollen Sie mich verarschen? Und du fragst? Nein. Du bleibst in der Technik. Möchten Sie mich verarschen? Ja, ich sage doch, ich möchte nichts kaufen. Und weil ich nicht aufrege, das regt Sie auf, weil ich nicht aufrege. Ja! Dann ist Ihnen also wichtig, dass es einen ganz guten Grund gibt, warum ich mich dadurch nicht irritieren lasse, weil ich ganz genau weiß, warum es sich lohnt, jetzt nicht aufzugeben. Nicht wahr? Ja, was wollen Sie denn schon machen? Was soll denn das schon sein? Kann ja sein, dass so ein Typ, ja? Das heißt noch lange nicht, dass wir aufgeben. Was wollen Sie mir denn schon zeigen? Stimmt's? Das macht Sie neugierig. Dass ich glaube, dass ich Sie noch begeistern kann, nicht wahr? Jetzt hören Sie auf zu schwätzen, kommen Sie zum Punkt. Denn ist Ihnen also wichtig, dass ich zum Punkt komme. Nein, nicht überstrapazieren. Es gibt in solchen Situationen, ist jedes Mittel recht, um das Gespräch im Fluss zu halten, um zunächst erst einmal zu prüfen, ist das Theater oder ist er noch gar nicht aufmerksam genug, um überhaupt einen guten Dialog einzusteigen. Ich kann dir auch nicht sagen, was gut und richtig ist. Ich kann dir nur eins sagen, dass wenn du einfach auflegst, hast du gleich verloren. Das ist klar. Seid ihr bei mir, was das betrifft? Ja? Und das zu wissen, beruhigt euch, nicht wahr?